Hey Leute, hier ist wieder David vom Lehmladen. In unserer kleinen Serie über die Sanierung des typischen Siedlungshauses geht es heute um die Dachdämmung mit Hanf. Bei der nachträglichen Dachdämmung von innen ohne die Neueindeckung des Daches gibt es einiges zu beachten. Wir gehen davon aus, dass du eine Dachdeckung aus alten Tonpfannen hast und diese ordentlich vermörtelt sind. Dacheindeckungen aus Betondachsteinen oder nicht vermörtelte Tonpfannen ohne Falz müssen auf jeden Fall gesondert betrachtet werden. Die Hanfdämmung wird einfach zwischen einen zu schaffenden Hohlraum gefüllt. Der Hanf wird dabei direkt gegen die äußere Dacheindeckung gestopft. Die Hanffaser Uckermark als Hersteller hat diesen Aufbau freigegeben. Voraussetzung ist ein intaktes Dach aus Tondachpfannen. Wenn du dir unsicher bist, ob dein Dach für diesen Aufbau geeignet ist, beraten wir dich natürlich gerne. Der Stopfhanf wird dabei direkt die Pfannen berühren. Dabei wird die äußere Schicht auf jeden Fall Feuchtigkeit abbekommen, die dann aber auch wieder abtrocknen wird, wenn die Sonne nämlich auf das Dach scheint. Dafür muss die Dacheindeckung aus Ton sein, da Tonpfannen die Feuchtigkeit weiterleiten können. Bei Betonsteinen ist das nicht möglich. Beim Einbau von innen bereitest du den Innenausbau schon vor, bevor der Stopfhanf eingebaut wird. Die Unterkonstruktion des späteren Innenausbaus bereitest du schon vorher vor. Die Traghölzer der Lehmbauplatten haben einen Abstand von etwa 30 cm. Dieser Abstand reicht aus, um den Stopfhanf festhalten zu können. Der Stopfhanf wird als nächstes direkt zwischen die Unterkonstruktion gestopft, dicht gegen die Pfannen. Es ist kein Problem, die richtige Menge zu stopfen. Wenn du zu wenig reinstopfst, hast du sichtbare Löcher. Wenn du zu viel drin hast, quillt es wieder raus. Die Dampfbremse, die im Inneren notwendig ist, damit nicht zu viel Feuchtigkeit in den Dämmungsaufbau eindringt, erledigt bei unserem Aufbau die Lehmbauplatte. Der Lehm nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt diese langsam wieder an die Raumluft ab. Der Übergang zwischen den Lehmbauplatten und den Giebelwänden muss luftdicht angeschlossen werden. Dafür haben wir das Leinenvlies, welches mit dem passenden Lehmkleber auf Platte und Wand angeklebt wird und dort eine Luftdichtung sicherstellt. Das Vlies ist dann auch direkt überputzbar. Der Stopfhanf ist sehr verarbeitungsfreundlich und fehlertolerant. Durch die Möglichkeit, den Hanf direkt gegen die Pfannen zu stopfen, kann er sehr schnell und effizient verarbeitet werden. Aber es ist reine Handarbeit und damit sehr gut geeignet für den Do-it-yourself-Bereich. Durch das Gewicht von 50 bis 60 Kilo pro Kubikmeter hat der Stopfhanf einen perfekten sommerlichen Hitzeschutz und einen sehr guten Schallschutz. Geliefert wird der Hanf in einem Ballen von etwa 30 Kilo. Das ist etwas unhandlich, passt aber perfekt auf eine Europalette und kann so echt günstig verschickt werden. Die Ballen sind mit einem Draht gebunden. Den solltest du direkt beim Öffnen zur Seite biegen, damit kein Verletzungsrisiko besteht. Wenn du später dein Dach komplett neu eindecken möchtest, kannst du den Hanf einfach drin lassen, von außen eine Unterdeckplatte montieren und einfach weitermachen. Somit kannst du mit dieser Sanierungslösung auch mit kleinem Budget in mehreren Steps eine effiziente Sanierung machen. So, das war mein Video für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare oder ruf uns an, wenn du eine Beratung haben möchtest. Ich freue mich auf das nächste Video. Dann geht es um den Fußbodenaufbau gegen das Erdreich. Abonnier uns und lass ein Like da. Bis demnächst.